Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Lightroom Tutorials. Heute soll es mal um das Thema Schwarz-Weiß-Fotografie gehen. Wir haben jetzt hier mal ein Bild von Berlin, genauer gesagt vom Berliner Dom. Und dieses Bild hat ein Problem: die Farben sehen nicht besonders toll aus. Also es ist alles sehr flau und nicht wirklich schön kontrastreich bzw. Gesättigt. Und das ist immer der Zeitpunkt, wo ich mal probiere, ein Schwarz-Weiß-Bild daraus zu machen, denn dann kann das Ganze schon wieder ganz anders wirken. Und wie das genau funktioniert, möchte ich euch heute mal zeigen in Lightroom. Ich werde also wieder meinen normalen Standard-Workflow am Anfang durchführen. Das heißt, ich werde die Tiefen etwas aufhellen und die Lichter etwas abdunkeln. Das mache ich hier ungefähr bis plus 70 und minus 60, so sieht es ganz gut aus. Dadurch erhöhe ich so ein bisschen den Dynamikumfang. Kennt ihr alles schon, wenn ihr meine Videos von davor gesehen habt. Dann werde ich mit gedrückter Alt-Taste meinen Weißpunkt wieder etwas anheben. Ungefähr, ja, so plus 12 sieht ganz gut aus. Da sehe ich schon die ersten weißen Pixel im Bild. Das bedeutet, dass an dieser Stelle schon das Weiß komplett zu 100% weiß ist. Und genau das wollen wir erreichen. Das gleiche mache ich mit meinem Schwarzwert. Auch den werde ich hier wieder etwas runterregeln. Ja, ungefähr so, auch auf minus 11, sieht ganz gut aus. So, dann werde ich dem Ganzen noch ein bisschen Kontrast hinzugeben und die Klarheit etwas heruntersetzen. Das ist soweit alles bekannt. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Schwarz-Weiß-Umwandlung. Und dazu kann man hier oben einfach mal auf Schwarz-Weiß klicken und schon haben wir das ganze Bild in Schwarz-Weiß. So, jetzt könnte ich sagen, ich bin fertig, aber ganz so ist es natürlich nicht. Ich möchte euch noch ein paar weitere Kleinigkeiten hier mal zeigen. Das erste ist nämlich, wenn wir jetzt hier mal weiter runter scrollen, ist, dass wir jetzt hier in dieser HSL-Tabelle eine Schwarz-Weiß-Mischung haben. Das heißt, wir können jetzt alle Kanäle, die wir hier, alle Farbkanäle, die wir in Lightroom haben, nochmal separat steuern in der Helligkeit. Also ich kann jetzt sagen, ich möchte die Rottöne etwas anheben oder etwas dunkler machen. Und ihr seht schon im Bild, da verändert sich was. Und genau das Gleiche, das mache ich jetzt nochmal rückgängig, und genau das Gleiche kann ich mit jedem Farbkanal hier machen. Das heißt, ich kann jede einzelne Farbe von der Helligkeit her jetzt nochmal steuern. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Feature, was ich mir unbedingt mal zu Nutzen machen möchte. Ich habe festgestellt, dass man damit nicht übertreiben sollte. Denn ihr merkt schon, wenn ich jetzt sehr weit hier runter gehe, dann entstehen hier unten sehr komische Artefakte. Und das sieht dann nicht mehr gut aus. Meine Erfahrung ist, dass man so ungefähr bis plus minus 30 gehen sollte. Weiter runter sollte man nicht gehen, denn dann aus Erfahrung sieht man es im Bild und genau das möchten wir vermeiden. Ich gehe jetzt hier mit den Rottönen mal ein bisschen weiter runter. Das gefällt mir schon ganz gut soweit. Die Orangetöne nehme ich auch ein kleines Stück. Na, da muss ich jetzt mal überlegen. Nee, ich nehme so ein Stück höher. Dadurch erhöhe ich noch so ein bisschen den Kontrast, denn gerade hier in den Lampen ist ja dieser Orangewert noch mit drin und dadurch kriege ich noch ein bisschen mehr Kontrast ins Bild. Das gefällt mir schon ganz gut soweit. Wenn ich mal gucken, ich werde wahrscheinlich das Blau, also den Himmel, noch ein bisschen heruntersetzen, ein bisschen dunkler machen. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Perfekt. Das soll es jetzt hier in dieser Palette erstmal gewesen sein. Jetzt gehe ich nochmal nach oben. Und was mir jetzt hier zuallererst auffällt, ist einmal dieser Strich, das ist ein Flugzeug gewesen, was hier durchgeflogen ist. Und zum anderen habe ich hier oben noch einen schönen Sensorfleck. Die werde ich beide erstmal wegmachen, hier mit diesem Pinsel, beziehungsweise mit dem Reparaturpinsel, so heißt der. Und hier oben werde ich den Sensorfleck einfach einmal anklicken, dann wird Lightroom mir einen entsprechenden Punkt raussuchen, um das zu ersetzen. Und das gleiche kann ich jetzt hier auch nochmal machen und hier halte ich einfach mal die Maustaste gedrückt und male richtig hier lang und dadurch wird der komplette Strich direkt so ersetzt. Perfekt, das gefällt mir schon ganz gut soweit. Dann drücke ich auf Fertig und das nächste, was ich machen möchte, jetzt mir einen Verlaufsfilter zu nehmen und den Himmel etwas abzudunkeln. Ja, dazu halte ich mal die Alt-Taste gedrückt und setze das Ganze hier oben zurück. Dadurch steht hier unten alles auf 0. Und dann werde ich einfach mal die Belichtung ein bisschen runterziehen. Ja, ungefähr minus 1. So kann man das mal ausprobieren. Und dann ziehe ich den Himmel hier einfach mal richtig schön ins Dunkle. So gefällt mir das schon ganz gut. Ein kleiner Trick, den man noch anwenden kann. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, die Spitze vom Dom ist dadurch schon etwas dunkler geworden. Und wenn sowas passiert, wenn so einzelne Gebäudespitzen in den Himmel ragen, ihr aber den Himmel dunkler machen wollt, dann könnt ihr einfach in dem Verlauf nochmal die Tiefen etwas aufhellen und dadurch wird dem Ganzen so ein bisschen wieder entgegengesteuert. Okay, das gefällt mir schon ganz gut. Ich werde noch einen zweiten Verlaufsfilter drüberlegen. Dazu klicke ich hier oben auf Neu und werde hier oben nochmal, nur in dem obersten Bildbereich,
nochmal einen kleinen Verlauf nochmal einfügen, den allerdings von der Belichtung etwas entschärfen. Und so gefällt mir das ganz gut. Okay, einen letzten Verlaufsfilter will ich noch machen. Ich drücke nochmal auf Neu und werde jetzt mal einen Verlaufsfilter hier unten noch reinziehen. Was ich hier allerdings machen möchte, ist nicht die Belichtung, die werde ich jetzt mal wieder rausnehmen, sondern ich möchte hier die Klarheit auf minus 100 setzen. Und das bewirkt, dass das Wasser hier noch ein bisschen weicher wird. Also nicht mehr so viel Textur drin hat, sondern wirklich schön sanft und weich ist. Das ist einfach ganz gut fürs Auge. Das ist wiederum Geschmackssache, muss nicht jeder so machen, aber mir gefällt es so ganz gut. Okay, ich klicke auf Fertig. Und was ich noch machen möchte, ist so ein paar Lichtpunkte hier noch reinzusetzen, um das Licht einfach so ein bisschen interessanter zu machen. Und dazu nehme ich diesen Radialfilter hier, werde die Belichtung etwas nach oben drehen, ja, auf ungefähr auch wieder plus 1. Und jetzt werde ich hier zum Beispiel mal einen richtig schönen Lichtspot oben auf den Berliner Dom setzen. Was jetzt natürlich auffällt, ich habe die Belichtung hochgedreht und es wird irgendwie alles heller, außer das, was im Kreis hier gerade drin ist. Deswegen müssen wir hier noch auf Maske umkehren klicken. Dann wird auch wirklich das heller gemacht, was in dem Kreis drin ist. Ich werde die weiche Kante noch etwas nach oben drehen, ja, ruhig auf 100, sodass hier das Ganze schön weich dargestellt wird und man das nicht sofort sieht, was wir hier gemacht haben. Dann klicke ich mal rechts rein, dupliziere das Ganze und ziehe mir das Ganze nochmal hier hin ein. Werde das nochmal mit einem Rechtsklick duplizieren und vielleicht noch hier einen hinsetzen, hier unten. Und vielleicht noch ein letztes Mal hier an diese Wand. Das sieht ganz gut aus. Perfekt. So, ich klicke auf Fertig. Was mir jetzt noch auffällt als letztes ist, dass dieser Bereich hier mit den Bäumen wirklich sehr, sehr dunkel ist. Und dazu nehme ich mal einen Pinsel, werde auch hier wieder die Belichtung etwas anheben und einfach mal hier so ein, zwei Pinselstriche drüber machen. Und ihr seht schon, oh, wir kriegen wieder richtig schöne Details in die Bäume rein. Und das gefällt mir auch schon ganz gut. So möchte ich das behalten. So, dann klicke ich auf Fertig und dann gehe ich mal noch ein Stück weiter runter. Werde das ganze Bild noch nachschärfen. Da kennt ihr auch wieder meine Formel. Ich werde den Betrag auf ungefähr 80 setzen. Mit gedrückter Alt-Taste den Maskieren-Slider noch etwas nach oben ziehen, sodass wir im Himmel und möglichst auch im Wasser nicht mehr ganz so viel Zeichnung haben, um da einfach nicht nachzuschärfen, sondern nur an den Gebäuden. Okay, die Rauschreduzierung noch auf ungefähr, ja, so 10, das ist ganz gut. Dann werde ich die Profilkorrektur noch aktivieren, chromatische Aberration entfernen und außerdem diese Upright-Funktion hier mal nutzen von Lightroom und die einfach mal auf Auto stellen. Dadurch werden diese stürzenden Linien hier in Lightroom noch entfernt. Das gefällt mir schon richtig gut. Jetzt sieht das ganze Bild sehr gerade aus. So soll es sein. Und ein letztes, was ich jetzt hier noch machen möchte, nochmal mit dem Reparaturpinsel. Ich werde jetzt hier nochmal alles zurücksetzen und dann werde ich noch ein bisschen Klarheit in die Gebäude bringen. Also ich werde jetzt hier einfach mit dem Pinsel nochmal über die Gebäude drüber malen. Und ihr seht schon, dass ich jetzt hier quasi selektiv die Klarheit noch etwas ins Bild bringe. Das ist jetzt an manchen Stellen schon ein bisschen viel. Ich werde das jetzt einfach hier erstmal drüber malen, sodass ihr das auch im Video gut seht. Und dann die Klarheit wieder etwas runtersetzen auf ungefähr, ja, so 40. So gefällt mir das schon ganz gut. Aber ihr seht, dass wir jetzt keine Klarheit im Himmel haben, keine Klarheit im Wasser, aber auf den Gebäuden, da haben wir dann noch ein bisschen mehr Kontraste drin. Wie gesagt, man kann aus den Bildern immer noch was herausholen, egal ob nun das Licht nicht so toll war oder die Farben nicht so toll sind. Dann geht man einfach mal auf Schwarz-Weiß und probiert da ein bisschen rum und manchmal kommen dabei noch ganz gute Ergebnisse bei raus. Hier an der Seite seht ihr jetzt noch die letzten Videos. Zum einen habe ich über Color Key gesprochen in der letzten Woche und davor über Cityscape-Bearbeitung in Lightroom. Schaut doch einfach mal vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video hier auch einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, kommentiert einfach unter diesem Video und abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Bearbeiten.